Aber Grüner, den wir heute so gut. Ich die Grünen also haben es geschafft. Mit den Grünen sympathisiere ich in gewisser Weise. Und was Naturschutz und so weiter angeht, da bin ich sehr dafür. Das finde ich sehr schön. Aber reale Politik zu betreiben, ist auch für die noch ein unbetretenes Feld. Ne? Ja, das ist klar, das ist klar. Bloß eins, darüber muss ich ja auch klar sein, glaube ich. Ja, weiß ich, du musst es ja eher erleben können als ich. Die etablierten Parteien, wie man so sagt, ja, die kommen mit ihrer jetzigen Politik nicht mehr durch. Was heißt etabliert? Wenn das ist etabliert? Die Eingesessenen so ungefähr. CDU, CSU, SPD, ja. FDP sind die sogenannten etablierten Parteien vor euch, ja? Also was meinst du, die werden in ihrem Programm, was die bisher oder bis jetzt in ihrem Programm haben, das ist nicht das allein selig machen. Nee. Die müssen sich auch ändern. In den Bedingungen, die sie in ihr Programm geschrieben haben und so weiter. Das haut nicht, genügt nicht sehr. Was meinst du denn? Ja.
ja, das hat er schon erzählt. Ja, ja, er hat uns schon erzählt. Ja, das war eben zu kommunistisch aufgezogen schon. Ja, immer so. Ganz labil alles. Ja, bloß den Strauß, also den Kohl mache ich ja noch, aber der Strauß, das ist doch ein hinterhältiger Mensch, bitte. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, wenn ich nee, den Kohl da sage. Das glaube ich nicht, aber er ist ziemlich irgendwo, keine Ahnung. Ja, das sind die Bayern wohl alle. Ein bisschen zu frei, ja. Aber sonst, der packt aber auch an. Und der ja. Ja, aber hoffentlich. Kommt es nicht dahin, dass sie das Zustände dem Russen gegenüber treiben. Denn dann ist der, geht der ja auch in Abwehrstellung. Nicht? Der haben wir ja auch den ist sowieso in Abwehrstellung. Dann haben wir es ja nun auch nicht. Das ist ja für uns persönlich, wollen wir mal sagen, für die DDR ist das auch nicht das Richtige. Denn wir wollen uns ja dahingehend nicht vormachen, wenn das so hart angepackt wird, den Russen gegenüber und uns gegenüber, dann sind wir ja wieder im Nachteil. Das ist ja alles das, was da schon erreicht ist, wieder hin. Dann können wir ja vielleicht damit rechnen, dass wir gar nicht mehr rüber dürfen und dass von euch auch keiner mehr hin darf, dass wir wieder Dicke machen. Hoffen wir nicht. Wir sind ja mit der Beziehung noch weisen Kinder, da ist man ja neugierig. Wir verfolgen die Politik sehr gut und sehr gewissenhaft von allen Seiten, nicht nur von uns, sondern von euch ganz besonders und waren auch sehr mit Eifer dabei, als die Wahl jetzt stattgefunden hat. Wirklich, ich war mal sehr, sehr interessiert. Ich meine, ja vorne weggeschickt. Mühe ist Ihnen gelingen, dass wir für euch ein bisschen fester wird, ja. Denn eure Arbeitslosenzahl, die steigt und steigt und was daraus entstehen kann, wissen wir ja nicht. Wir haben es ja schon einmal durchlebt. Und guck mal, wir sagen jetzt alle, wir haben ja nicht gewusst, dass es so kommt. Man hat damals auch immer, die Kommunisten haben hier gewarnt, die haben immer gesagt, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Und konnte man sich doch ja nicht vorstellen, wieso soll er den Krieg wählen, sollen wir dadurch den Krieg wählen. Aber es ist ja schließlich und letztendlich doch dazu gekommen. Ja, ja, es ist dazu gekommen. Vielleicht war es aber von denen auch, wie soll ich sagen, dann hier von den Geldmagnaten ist das alles geschürt worden. Wie soll ich sagen hier? Das zieht an sich ja immer, ne, oder zieht ganz gut, ne, wenn, sag mal, der politische Gegner, egal wo er irgendwo in welcher Ecke denn sitzt oder steht, wenn dem also nachgedacht wird, ja, wer die wählt, ne, hier, der wählt einen Krieg oder der, ne, geht ein Risiko ein. Ne? Ich weiß nicht, da horchen sie ja alle auf. Ob das jetzt die Kommunisten den Nationalsozialisten hier vorgeworfen haben, das hat sich nachher leider auch bewahrheitet. Ne? Aber auch wenn man das heute macht, ne, und das im letzten Wahlkampf war, nicht, das hat nicht, na, auch fast gehen nicht solche Parolen. Die sind nicht angebracht heute, aber das schreibt man auch. Das ist doch schon so hier bei uns leider. Weil wenn eine Partei überhaupt die ordentliche Ordnung und Sicherheit im Mund nimmt, die wird doch abgestempelt, die ist schon als Nationalsozialisten hier, verstehst du? Ja. Das ärgert mich immer so. Oder gar das Wort. Naja, das ist auch im Wahlkampf nicht gefallen, aber überhaupt das Wort Disziplin, das ist ein unbeliebtes Vokabel, ich weiß nicht,
von wegen in der Schule, wenn da mal das Wort gebraucht würde, nicht? Hier, das ist ein Quatsch, aber da wird dann von manchen gleich gesagt, die überhaupt noch nie Nationalsozialisten gesehen haben, die mal was gelesen und gehört haben. Und das, nicht? Disziplin hier, Nazi-Methoden und so, weißt du, also am liebsten alles hier laufen lassen. Mensch, wie undiszipliniert das so zugeht, weißt du? Und welche Schwierigkeiten dadurch entstehen. Das ist eine Folgeerscheinung, ja, der Undiszipliniertheit. Ne? Die treten ja leider sehr, sehr zu Tage. Denn wir können nicht viel Gutes von unserer Dinge sagen. Aber eins können wir nachsagen. Ja. Drogenprobleme, so wie wir sie hier haben, so, ja, gibt's auch. Ja, aber natürlich, ich habe Alex zum Beispiel Tomaten, seit ich ja jetzt im Frühjahr
ja, die müssen sie ja kaufen, weil sie eben da sind. Und wir sind hier. Es sind so Probleme, wo wir uns täglich mit rumschlagen. Ich meine, wir wollen ja nun auch nicht. Wir haben uns so angewöhnt, dass wir uns für Güter einwecken, Automaten überladen. Wecken wir uns ein, dann machen wir eben was auf.